Ja, hallo Freunde und willkommen zurück bei Subnautica Teil 3. Ich bin schon mal ein bisschen losgeschwungen und habe Material gesucht. Kristalle und Fisch und ja, alles. Also Quarz, ne? Ihr wisst ja inzwischen, ich sage mal zum Quarz Kristalle, weil es aussieht wie Kristalle. Auch wenn es Quarz sein soll und Quarz dran steht, sind das für mich Kristalle. Und ja, noch ein bisschen Metall und ja, alles, was ich halt so finden konnte. Okay, dieser kleine Freund ist echt niedlich. Schade, dass ich hier nicht irgendwo dran patschen kann. Ich wüsste ja gerne, ob ich sowas später hier ins Aquarium tun kann. Ob ich das quasi selbst füllen muss. Naja, aber das werden wir noch rausfinden. Okay, wir öffnen mal den Schrank, gucken, was habe ich da denn schon so reingeschmissen. Auch sehr viel Metall. Diese Wildrankensamenbüsche, die wachsen da in der Nähe, wo auch diese Wildrankenpflanzen waren, die wir essen konnten. Aus denen kann man Schmieröl gewinnen. Das brauche ich jetzt zwar noch nicht, aber ich habe eben schon mal welche mitgenommen. Einfach weil ich eh da war. Säurepilze brauchen wir für Batterien. Okay, ich habe keine Ahnung, wofür man die Korallen braucht. Die habe ich nur mal so nebenbei mit abgebaut. Gut, Kristall. Ich habe nicht sonderlich viel Kristall. Aber vielleicht reicht es ja für den Anfang. Nein. Die Fische kochen wir gleich. Okay, habe ich noch so einen Gaspot da mitgebracht. Und noch ein Fragment, von dem ich nicht weiß, was ich damit machen kann. Ja, jede Menge Zeugs halt. Ich weiß gar nicht mehr, was... Oh, den Fisch habe ich ja noch in der Hand. Genau. Ja. Okay, wir stellen uns mal gerade ein bisschen Wasser und Nahrung her als allererstes. Ne, ist ja nun mal Survival und Survival braucht halt Nahrung. Und jetzt kochen wir alles andere durch. Auch diesen kleinen Freund, den wir hier in der Hand haben. Oder heben wir uns den fürs Aquarium auf. Ich wüsste ja wirklich gerne, muss man das Aquarium selbst befüllen? Also kann man selbst bestimmen, welche Fische drin sind. Dann will ich, dass dieser Freund da drin ist. Darum machen wir uns gerade erstmal ein bisschen Glas. Und bauen mal gerade das Aquarium weiter. Ob ich jetzt genug gesammelt habe, weiß ich nicht. Okay, wir brauchen nochmal Glas. Können wir nochmal Glas? Ist natürlich die gute Frage. Ja, können wir. Wunderbar. Zack, ein Aquarium. Ups. Okay, und das Ding ist wirklich leer. Wie geil ist das denn? Wo ist mein kleiner Freund? Ja, du kriegst eine Schonfrist bei mir. Da schwimmt er rum. Ist das genial. Das heißt, wir können uns da drin wirklich Futter halten quasi. Also so als Notration. Das finde ich ja cool. Der ist auch wirklich putzig, dieser Wasserläufer oder was da sein soll. Was haben wir noch in der Tasche? Hier kommen noch einen von denen. Achso, die habe ich schon gekocht. Die kann ich da nicht mehr reintun. Komm, dann du auch erstmal. Ich kann sie ja immer noch wieder rausholen, wenn ich sie brauche. Das ist ja irgendwie ganz nett gemacht. Ja, schick. Das finde ich ja mal cool überlegt. Ich meine, wir sind mitten im Ozean, im Meer. Ob man dann ein Aquarium haben muss, weiß ich nicht. Aber schön ist es trotzdem. Wer weiß, was wir noch für seltene Fische finden, die wir mit hier hinschleppen können. Gut, dann gehen wir gerade ins Inventar, futtern hier mal einen der Fische. Das reicht, glaube ich, erstmal. Trinken noch eine Flasche Wasser. Den Rest legen wir in den Schrank. Für schlechtere Tage. Hier habe ich sogar noch einen Verwesenden. Okay, Verwesenden ist natürlich scheiße. Aber die werden schlecht, die Sachen. Hat mir das jetzt gut getan? Naja, hat ihm zumindest nicht geschadet. Na gut, dann brauchen wir alles auf, bevor uns das hier schlecht wird. Das bringt uns ja nicht weiter. Gut, jetzt holen wir mal den restlichen Metallschrott noch raus. Was brauchen wir denn jetzt hierfür? Titan auf jeden Fall brauchen wir. Kabelsatz. Ich glaube, ich habe noch einen Kabelsatz oben im anderen Schiff. Was braucht man denn überhaupt, um Kabelsätze herzustellen? Da war es nicht. Hier war es. Kupferdraht. Kabelsatz. Dafür braucht man Silbererz. Silbererz habe ich noch nie gefunden. Genau wie Gold habe ich noch nie gefunden. Und wir brauchen ja einen Computerchip. Auch hierfür. Oder? Ja. Okay, also müssen wir auf jeden Fall bald mal tiefer tauchen. Was können wir denn an Ressourcen noch herstellen? Unsere Sachen sind schon wieder verbraucht. Ich hätte ganz gerne eine zweite Tauchflasche. Dafür brauchte ich Glas. Also müssen wir gleich wieder wohl oder übel hier uns damit befassen, weiter Kristalle zu sammeln. Ist zwar manchmal ein bisschen nervig, aber gut, es gehört dazu. Sind hier neue Materialien zugekommen? Die Leiste sieht auf einmal so lang aus. Blei. Emailliertes Glas, das brauchten wir ja auch. Pirscherzahn und Glas. Okay, Pirscher sind diese hässlichen langen Fische. Magnesium, den Schmierstoff, der ist dazugekommen. Sehr gut. Gut, also das hier wird quasi automatisch länger, wenn ich die Ressourcen dafür mitbringe. Würde ich jetzt mal sagen. Pirscherzähne hatte ich auch schon mal, als ich mir das Spiel ganz am Anfang frisch angeguckt habe. Wusste aber nicht, was ich damit machen soll. Gut, jetzt haben wir es gelernt. Wir machen gerade mal hier Titan in der Massenabfertigung. Titanbarren, na, machen wir jetzt erstmal nicht. Haben wir auch, glaube ich, oh meine Fresse. Wir machen vielleicht mal einen Titanbarren, um hier Platz zu sparen. Für irgendwas werde ich den später bestimmt auch noch brauchen. Alles klar, jetzt sieht das bestimmt schon freundlich aus.
Naja, etwas. Okay, komm, rüber mit dem ganzen Rotz. Und dann gucke ich mal oben im Rettungsboot. Da war ich jetzt lange nicht mehr. Seitdem ich die Basis hier habe, war ich gar nicht mehr oben. Es funktioniert auch mit dem Strom hier wunderbar. Ihr seht, er steigt gerade wieder. Für das ganze Bauen verbrauche ich natürlich Strom. Und das wird aber dann im Laufe der Zeit wieder mehr. Nur nachts könnte das natürlich zum Problem werden, weil er da nicht aufbauen kann. Vielleicht müssen wir dann nochmal weitere Solardecks aufbauen oder anbauen oder wie auch immer. Gut. Mehr geht nicht rein in diesen Schrank. Muss ich bald mal noch einen zweiten von anbauen, befürchte ich. Was brauchte man für den? Glas, auch Glas. Mal wieder Glas. Quarz oder Glas. Einen kleinen Schrank. Wie sieht der eigentlich aus? Hat der dann auch weniger Platz? Wir haben ja noch einmal Quarz, deswegen baue ich den mal. Einfach mal, um uns anzugucken. So, mach auf. Ist der denn jetzt kleiner hier? Kommt mir gerade gar nicht kleiner vor. Na, vielleicht etwas. Na gut, ist ja auch egal. Jetzt haben wir noch einen zweiten Lagerschrank. Da können wir uns auch noch was mit überlegen. Gut, dann geht's. Ah, es ist dunkel. Das ist natürlich sehr praktisch, wenn wir Quarz sammeln. Nicht sehr gut, wenn wir angeschlagen sind. Aber die Nacht bricht herein. Im ersten Blick sehe ich noch nichts leuchten. Drum schwimmen wir einfach mal los. Hier bei den Seekühen habe ich, glaube ich, so ziemlich alles abgegrast, was man auf den ersten Blick finden konnte. Darum müssen wir jetzt mal ein bisschen in andere Gefilde. Was ist das? Ach so, das ist einfach nur ein Säurepilz, den ich abgeschmissen habe. Darum liegt der da jetzt so. Nichts zu entdecken. Wir holen uns mal nochmal frische Luft. Ja, die zweite Sauerstoffflasche war ja wichtig. Braucht man dafür nicht sogar das Quarz? Doch, ich glaube schon. Da hinten sehe ich den ersten Quarzwürfel leuchten. Würfel, ja. Ihr wisst, was ich meine. Das erste Quarz leuchtet da zumindest. Komm her, mein kristalliger Freund. Okay, da haben wir noch ein bisschen Metall. Nicht, dass ich das jetzt unbedingt brauche, aber nehmen tue ich es trotzdem. Ah, wie versteckt. Am helllichten Tag sieht man das doch gar nicht. Da ist auch noch was. Ja, das läuft doch bisher ganz gut. Da drüben sehe ich gerade noch was. Da schwimmen wir jetzt mal hin. Hoffentlich gefahrlos. Ich habe keinen blassen Schimmer, für was es gut sein soll. Aber seht ihr diese Dinger hier? Irgendwas muss man damit machen können. Schwebebälle. Vielleicht können wir damit die Steine, die dabei den Dings waren, wegbewegen. Ich weiß es nicht. Wir nehmen es erstmal mit. Solange wir noch ein bisschen Platz haben. Der Sauerstoff wird langsam knapp. Einmal hoch Sauerstoff tanken. Diese komischen Geräusche, die man da gerade die ganze Zeit hört. Ob das diese Bälle sind, diese Schwebebälle oder... Jetzt hätte ich gerne noch ein paar von denen hier. Denn unser Wasser ist ja schon wieder verbraucht und wir können die auch erstmal ins Aquarium schmeißen, bis wir sie brauchen. Nochmal Quarz. Ich hatte doch noch was gesehen da. Nachts sind die noch viel einfacher zu fangen. Hier kommt Sauerstoff. Kommt Sauerstoff hoch? Okay. Blub, blub, blub. Gut, hier ist eine Höhle. War nur so eine Art Graben. Ach, seht ihr das da? Guckt euch das mal an. Da schwimmt doch so ein Stein. Da sind doch auch diese Dinger dran. Strahlung entdeckt. Ich schwimme jetzt trotzdem hier hin. Den Lebensbalken ein bisschen im Auge behalten. Ja, dieser Stein schwimmt doch quasi rum mit den Dingern. Ja, ich weiß, mein Leben fällt. Ich sehe es. Trotzdem will ich jetzt alle. So, weg von der Strahlung. Okay, ich habe das wirklich noch nie gemacht, aber es klingt ja irgendwie plausibel, wenn diese Bälle da schwimmen können. Und ich hatte doch hier irgendwo bei den Dicken in der Nähe so Felsen gesehen, auf die ich eingeschlagen habe, mit denen ich aber nichts machen konnte. Ah, ich bin immer noch im Strahlungsbereich. Okay, jetzt schwimmen wir aber mal weg da. Eieieiei, mein Leben ist natürlich jetzt schon ordentlich runter. Warning, 30 seconds of oxygen remaining. Ja, alles gut. Ja, mu. Mutig selbst, doch, alte Seekuh. Okay, Sauerstoff. Wir wollen Sauerstoff. Da haben wir noch einen Kristall. Meine Güte. Gleich ist die Tasche bestimmt schon wieder voll. Jetzt muss ich doch eigentlich schon halbwegs richtig sein hier. Oh, da ist meine Station. Wo waren diese komischen Steine, die ich gesehen habe? Ich weiß nicht, ob ihr jetzt wisst, was ich meine, aber ich versuche sie euch zu zeigen. Ich werde dauernd von diesen ganzen Kristallen hier abgelenkt. Wisst ihr, das ist echt manchmal problematisch. Du gehst mir auf den Keks.
Ja, wir bauen uns auf jeden Fall in dieser Folge noch die neue Sauerstoffflasche, sonst kriege ich hier langsam Krämpfe. Das bringt uns dann wieder ein paar zusätzliche Sekunden. Sonne geht auch langsam auf. Okay, wo hatte ich diese Klumpen gesehen? Die waren bei irgendeiner Höhle oder so. Drüben sehe ich gerade auch noch zweimal Kristall. Ja, es hilft nichts. Ich brauche das Kristall, ist wichtiger als diese komischen Blubberperlen da. Höhlen. Da oben ist auch noch, boah, überall hier was abzubauen. Was ist denn jetzt auf einmal los? Ich finde ja hier Material. Oh, ich habe gerade den Fisch weggeschmissen. Habt ihr das gesehen? So ein Mist. Das wollte ich gar nicht. Ich habe gerade einen meiner Fische weggeschmissen. Das ist ganz cool. Damit könnt ihr wohl diese großen Raubfische ablenken. Das ist mir schon einmal gelungen. Vorhin, da oben hatte ich jetzt in meiner Hand, aber den habe ich jetzt quasi versehentlich abgeschmissen. Warning, 30 seconds of oxygen remaining. Ja, ich weiß. Wir haben nie genug Luft. Ich kriege hier eine Luftprobe. Auf zu jammern. Wir haben gerade Luft bekommen. Gut, ich finde diese komischen Steine jetzt nicht. So ein Mist, was soll denn das? Ich weiß genau, was ich suche, was ich machen will, aber ich... Ach, da sind sie, da sind doch diese Dinger. Seht ihr diese komischen Steine, die hier sind? Ich werde jetzt mal probieren, ob wir daran die Dinger befestigen können. Vielleicht kriegen wir dann hier ja... Aha. Warning, 30 seconds of oxygen remaining. Ja gut, hat nicht den Effekt, den ich dachte, den ich mir erhofft hatte. Und eine nehmen wir mal mit in unser Haus. Jetzt müssen wir schnell nach oben. Ah, das wird schon wieder so knapp. Oh, 40 Meter. Ja, also alles gut, das schaffen wir. Das schaffen wir. Das schaffen wir. Wir sterben jetzt hier nicht. Wir sterben nicht. Nein, das Sterben ist nicht erlaubt. Okay, schade. Ihr versteht das Grundsystem, ne? Ich dachte, diese komischen Schwebebälle könnten diesen Stein da wegbewegen. Tun sie aber nicht. Naja, was soll's. Einen nehmen wir mal mit. Entweder wir packen ihn in das Aquarium oder wir machen was draus. Oder wir schmeißen ihn dann später weg. Ist ja auch egal. Ich hoffe jetzt auf jeden Fall, dass wir genug Ressourcen haben, um uns hier gerade noch so eine Tauchflasche machen zu können. Auch wenn das natürlich, wie ich ja schon erwähnt habe, unser Inventar einschränkt. Okay, erstmal gehen wir zum Aquarium. Oh nein! Ich wollte das Aquarium benutzen. Kann ich die Schwebebälle auch ins Aquarium tun? Nein, kann ich nicht. Okay. Aber ich kann mal zwei der Blasenfische hier reintun. Was seht ihr? Richtig was los? Nein, was passiert hier gerade? Da ist was kaputt an meiner Station. Wie ist das denn jetzt passiert? Mache ich das mit dem Blasenfisch? Wir haben einen Leck. Nein, wir haben einen Leck. Wie ist das denn passiert? Irgendwo hier ist was kaputt gegangen. Aber von außen kann ich nichts sehen. Nein, und meine ganze Station füllt sich mit Wasser. Guckt euch das mal an. Guckt euch mal den Mist an. Wie konnte das denn jetzt passieren? Ich habe leider keine Ahnung. Aber irgendwas muss ja passiert sein. Kann man noch ein bisschen Luft schnappen hier auf die Schnelle. Oh, jetzt backe ich durch die Decke. Oh nein, jetzt backe ich durch die Decke. Jetzt habe ich es gerade aber ganz versaut. Okay, ich weiß nicht, wie ich das jetzt geschafft habe, aber ich habe es versaut. Nein, hier sind überall Löcher. Ach du meine Fresse. Meine Raumstation säuft ab. Raumstation, genau. Ist ja gar keine Raumstation. Aber das Ding ist kaputt. Und ich sehe nicht, warum. Hätte ich das irgendwie verstärken müssen oder so. Ich weiß, dass es hier Varianten gibt, das zu verstärken. Wir gucken mal gerade. Aber ich habe ja kein Lithium. Okay, was macht man in diesem Falle? Wieder abbauen und von vorne anfangen? Ich muss erstmal hoch. Okay, wir tauchen mal direkt hier rein. Scheiße, was ist da passiert? Ich weiß es nicht. Lag es an diesem blöden kleinen Ball, den ich da benutzt habe? Kann der sowas kaputt machen? Kann ich mir nicht vorstellen. Aber es ist nicht unmöglich. Also meine letzte Station hat keinen Ärger gemacht. Da war ich natürlich auch nicht so lange drin unterwegs. Tja.
Ehrlich gesagt bin ich gerade ein bisschen perplex. Jetzt haben wir erstmal etwas mehr Luft hier. Okay. Wir stocken nochmal auf. Titan. Mir fehlt Titan. Kein Problem. Und jetzt gucken wir mal bei unseren Werkzeugen, ob wir irgendwas haben, mit dem man reparieren kann. Tauchleine. Luftblase, Leuchtfackel, Erbauer, Schweißgerät. Funktioniert in allen Umgebungen. Magnesium und Kracherpulver. Kracherpulver hatte ich schon mal. Aus diesen komischen Bombenfischen. Okay, Magnesium. Ich hatte vorhin gesehen, dass hier Magnesium mit drin stand. Salzvorkommen. Dafür brauchen wir 3 Salzvorkommen. Okay. Da geht jetzt aber das große Gesuche hier los. Ich denke mal, ich muss die Station jetzt mit meinem Schweißgerät reparieren. Das ist also ein Zustand, der einfach mal vorkommen kann. Wir gehen mal nochmal rein und gucken uns die Bescherung an. Ja, hier steht alles unter Wasser. Okay, da ist die Verstärkung, die wir natürlich eigentlich gar nicht brauchen. Vielleicht hätte es dann länger gehalten, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist hier was kaputt gegangen. Voll in die Bimse, möchte ich mal so sagen. Aber wir wollten jetzt ja eh noch ein bisschen suchen. Nach Material. Dafür sollte ich allerdings meine Taschen freimachen. Ich tauche nochmal gerade rein. Ich habe jetzt ja echt wirklich genug Sauerstoff. Das ist richtig schön so. Na, warum komme ich hier nicht weiter? Ach so, weil dieser Luftstrom mich darüber drückt oder was? Ich wollte ja eigentlich nochmal in diesen kleinen Schrank. Und hier legen wir jetzt erstmal die Sachen rein, die wir mit uns rumtragen und nicht brauchen. Weil es hilft ja nichts, wenn wir jetzt runtertauchen und können die ganzen Sachen gar nicht benutzen, die wir finden. Ich hätte ja gerne noch... Oh, Wasser. Ich sollte mir gleich nochmal Wasser herstellen. Ich hätte ja ganz gerne noch geguckt, was ich aus denen hier machen kann oder ob ich was draus machen kann. Aber das ist jetzt gerade zweitrangig. Ich hoffe, dass die Sachen hier drin jetzt nicht irgendwie schlecht werden. Wir nehmen uns jetzt hier noch eine Wegzehrung mit. Noch haben wir genug Luft. Alles gut. Nein, mein kleiner Freund, der darf hier drinnen weiterschwimmen. Alle anderen nehme ich mit. Wir haben auch noch gerade genug Zeit, glaube ich, um die zu verarbeiten. Geht das jetzt hier, obwohl hier alles unter Wasser steht? Ja, sehr schön. Komm, mach. Irgendwie schwer hier eine Schwerelosigkeit. Ja, ich möchte, dass du mir da jetzt Wasser draus machst. Nein, warum will er denn nicht? Boah, weil es hoch und runter schwappt hier. Ich werde gleich seekrank. Oh, meine Luft ist zu knapp. Ich muss hier raus. Ich muss hier raus. Ganz schnell. Wir sind ja nicht so sehr tief. Ja, wir gehen nach oben. Alles gut. Wir können auch direkt hier rein schwimmen und machen da gerade das Essen fertig. Das ist vielleicht einfacher. Das wackelt nicht so. Emergency. 10 seconds of oxygen remaining. Ist doch alles gut. Jetzt dauert es auch einen Augenblick länger, bis das wieder voll ist, aber das macht ja nichts. So, noch mehr Wasser können wir nicht herstellen, aber wir können hier noch die Fische kochen. Schlagen uns den Bauch voll, trinken, was wir können und dann gehen wir los hier auf große Jagd. Alles klar. Das wäre geschafft hier. Yummy. Alles klar. Der Bauch ist voll, da haben wir nicht mehr. Was braucht man denn hier, um eine Taschenlampe zu bauen? Das würde mich gerade noch interessieren. Es gab hier doch eine. Batterien und Silikongummi. Gut, jetzt habe ich das Material leider unten gelassen. Und ich glaube, hier oben habe ich auch nichts in der Richtung. Nein, nicht schließen, öffnen. Nein, hier habe ich nichts Sinniges mehr. Oh, ein verfaulter Fisch. Naja, lass mal drin. Ist egal. Gut, was soll's. Ich tauche mal wieder runter. Leute, wenn ihr wissen wollt, wie das hier weitergeht, ob ich meine Station repariert kriege und hier die Zutaten für ein Schweißgerät finde, dann müsst ihr nächstes Mal wieder einschalten. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ich würde mich natürlich sehr über den Daumen hoch freuen, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten lasst mir gerne einen Kommentar da. Sagt mir, was euch gefallen hat oder was auch nicht, wenn es so ist. Und ja, ohne viele Worte, bevor ich mich hier halb in den Tod stürze, Leute. Ich wünsche euch was. Haut rein und bis die Nächte.